Herzlich willkommen, ihr lieben Bastelfreunde, zu einer neuen Videofolge hier für das Valentino Rossi Bike, und zwar diesmal mit einer Doppel-Lieferungs-Videofolge. Nämlich die letzte Lieferung konnte ich euch aus Gründen, die im nächsten Video oder im nächsten Infovideo kommen, ne? Also da auf jeden Fall reinschalten. Konnte ich das letzte Video nicht drehen, sondern habe jetzt nur das aktuelle gemacht. Zeige euch aber am Anfang der Bauphasen, was ungefähr im letzten Video alles oder im letzten in der letzten Monatslieferung quasi alles gebaut wurde. Das heißt, es sind die jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich muss ehrlich gestehen, ich bin gerade unvorbereitet, weil ich es gerade spontan drehe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die letzte Lieferung ab der Ausgabe 27 losging oder ab der 28. Auf jeden Fall bauen wir in diesem Video bis zur Ausgabe 36, und da tut sich einiges am Motorblock, ne? Und noch ein paar einzelne Details mehr, aber dazu gleich. Lasst ihr gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt. Ein Daumen nach oben und Kommentar sind natürlich immer gern gesehen. So, bevor wir anfangen mit Bauen, würde ich euch kurz wieder einmal zeigen, was ich in der letzten Ausgabe gemacht habe, weil da hatte ich ja, aus zeit- und technischen Gründen kein Video machen können. Allerdings seht ihr schon, dass der Motorenblock schon immens gewachsen ist. Also es wurde unter anderem hier verschiedene Leitungen angebracht, hier die einzelnen Komponenten wurden eingebaut. Leitungen wurden angesteckt, ne? Und ich glaube, den Kasten hier unten, also es ist schon eine Weile zurück, aber ich glaube, den Kasten hier unten habe ich auch neu eingebaut gehabt. Genau, hier den Taster. Ne? Das ist allerdings die Geschichte, wo ich im letzten Video schon gesagt habe, da sind ja hier drinnen diese zwei Taster drin. Ich weiß jetzt noch nicht, welche technische Bedeutung die haben sollen oder ob das einfach nur für dieses Klickgeräusch da sein soll. Das weiß ich leider nicht. Das werden wir dann später vielleicht irgendwann mal erfahren, wenn es dann an die Technik rangeht. So, wir werden jetzt hier im ersten Arbeitsschritt die Kupplungsnabe einmal einsetzen oder zumindest anfangen zu bauen. Schauen wir mal, was genau. So, muss mal gucken, dass ich die richtigen Tüten habe. Genau, das ist die nächste. 30, nur mal kurz durchgucken, 35, das ist 34, dann müsste das die 37 sein, genau. So, weil die Beutelnummern stimmen ja nicht mit den Heftnummern ganz überein. So. Okay, also wir sollen mit dem ersten Ring anfangen. Die drei hier sind identisch. Und dann gibt es jetzt hier auf dem Gehäuse, gibt es jetzt hier auf der Außenseite eine Kante. Und da fangen wir jetzt an, hier das erste, den ersten Ring drauf zu setzen. Und da sollen wir jetzt, glaube ich, alle vier drauf machen. Achso, warte mal, jetzt habe ich, glaube ich, genau vergessen, den einen zuerst aufzubauen. Denn das ist die Oberseite. Der hat auf der einen Seite diese Perforierung und auf der anderen Seite glatt. Dann haben wir einen Ring, der, drei Ringe, die identisch sind, und einen Ring, der ebenfalls auf einer Seite glatt und auf der anderen die Perforierung hat. So, mit dem fangen wir als erstes an. Na, geh rein da. So. Stecken jetzt die Ringe hier der Reihe nach drauf. Und schließen das Ganze mit dem Ring hier oben ab, indem wir das Ganze hier einmal in die zwei Stifte einsetzen. So. Und damit haben wir das erste Heft schon fertig. Kann man zu Heft 33 bzw. Tüte 34 springen. So.
wir schauen kurz in die Übersetzung. Da geht es jetzt um ein Kupplungsendteil und zu übersetzen, das ist hier nicht richtig, die Ölzufuhrleitung. Dafür brauchen wir jetzt den Block und suchen uns als erstes diese Stelle hier auf, wo dieses Teil quasi identisch hier drauf passen würde. Und das stecken wir jetzt hier als nächsten Schritt einmal drauf. Da sollen wir jetzt die Leitung, die hier oben vom Zylinderkopf kommt, sollen wir aufstecken. Und zwar an dem mittleren Nupsi. So, dann sollen wir als nächstes die zwei... Ah, genau, die sind hier gleich nebeneinander. Hier und da. Die zwei Steckverbindungen, da kommt jetzt hier der kurze Schlauch, der jetzt hier in dem Beutel mit dabei lag, drauf. Jetzt mal noch drauf rutschen würde, wäre das ideal. So, jetzt aber. Wunderbar. Dann legen wir das kurz beiseite und bauen mit den Teilen hier weiter. Wir nehmen uns einmal hier den goldfarbenen Ring, hier die Platte. Dann schwarze Rad und stecken dieses jetzt hier außen drauf. So, dann den silbernen Ring hier dazwischen. So, das wiederum kommt dann jetzt hier auf das eben Gebaute. Und wird danach hier drauf gesteckt. So, im nächsten Schritt wurde jetzt einmal die Lichtmaschine und das Kühlsystem montiert und wir machen schon weiter mit dem Heft 35 und da geht es weiter mit dem Einlassverteiler, Injektoren und der Gasstange. So,
Schauen wir uns die Bauteile mal an. Als erstes haben wir hier jeweils in eins dieser eisenfarbenen Teile hier so ein von den schwarzen Teilen hier einsetzen. Und zwar so, dass hier oben sind so kleine Details drauf, die müssen nach außen zeigen. So. Schon gesteckt. Oder? Ja, so muss das eine drauf. Zeigt das andere drauf, auch verkehrt rum drauf. Aber macht ja nichts, kann man nochmal abziehen. So, jetzt ist richtig. So, dann als nächstes müssen wir die Bauteile jetzt hier einsetzen. Und zwar müssen wir darauf achten, dass wir die Bohrungslöcher hier richtig haben. Ihr seht es, eins ist hier von meiner Seite links, das andere rechts. Und so entsprechend setzen wir die jetzt hier oben drauf. Hier die Stange noch als Gegenstrebe, wird die jetzt hier noch eingesetzt. So. So, dann machen wir mit dem Beutel 37 bzw. Heft 36 noch den Einlassverteiler. Dafür bekommen wir auch wieder eine recht übersichtliche Anzahl an Teilen. Und ich sortiere mir die jetzt mal so, wie es in der Anleitung abgebildet ist. Also das Bauteil einmal so herum. So. Dann das Teil hier drunter. Und jetzt gibt es hier zwei verschiedene Teile. Dann wird das hier entsprechend zusammengesteckt. So, die Teile passen im Normalfall auch noch in eine Richtung drauf. Die haben an der Seite vom Steckloch ist so ein kleiner Stift noch dran, so eine Nut. Und daran könnt ihr eigentlich auch gut erkennen, in welche Richtung ihr es draufstecken müsst. Geht ein bisschen stramm, aber mit ein bisschen Kraft funktioniert das. So, und dann müssen wir noch die Teile hier unterbringen. Und dafür schauen wir uns einmal das Bild Nummer 5 an, dass wir ungefähr wissen, wie es hingehört. Und sehe da, dass das Teil dahin kommt und das Bauteil hier. So, und entsprechend haben wir jetzt hier Löcher dran, wo wir das Ganze hier einfach nur aufstecken. So,
dafür brauchen wir jetzt noch mal ein anderes Bauteil. Das muss ich mir jetzt gerade noch mal hier aus meinem Sammelsorium zusammensuchen. Das ist nämlich das hier. Oder? Doch. Ah, hier drin kommt das rein. Okay. So, und dann kommt die Baugruppe nämlich jetzt hier drin auf diese vier großen Löcher drauf gesteckt. Noch. Der kommt jetzt noch hier drauf gesteckt. So, und dann kann man das hier mit diesen kleinen Haken, die wir mal hier angebaut haben, können wir das nämlich jetzt hier im Idealfall, sollte es funktionieren, dass man das hier nämlich jetzt hier wie so zuklammern kann, ohne dass die Teile wegspringen. Aber das ist zumindest der Sinn dahinter. So. Ne? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Videofolge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und da würde ich mich natürlich freuen, euch in der nächsten Videofolge wieder begrüßen zu dürfen. Macht's bis dahin gut, viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal.